Rockets vs. Vigilante, ehrlich? Das hatten wir noch nie. Das ist ein Vigilante, Alter. Vigilante, das ist dieses Batman-Auto mit dem Raketenantrieb hinten drauf. Oh, nee. Genau. Das schnellste Auto in GTA. Und damit ist der Markus weggezogen. Ach nee, du hast verschiedene Fahrzeuge hier. Ja, nee, du hast verschiedene. Ach, Rocket stehen da auch noch. Rocket Voltix. Das sind nur drei Autos da. Nee, da hätte ich hier noch welche. Wir sind alle unten, das ist ja scheiße. Musst du bestimmt wieder oben drauf landen und dann erst schießen. Ja, ich hab gegen Waffen. Den Unterschied lässt mich nicht bauen. Was sagt man jetzt gerade? Ich wollte einen Schwung wegnehmen, dass einer von uns hochkommt. Hab ich doch gemacht. Ich bin da drüber. Dann zwischendurch. Scheiße. Einer ist schon oben vom Gegner. Na super. Hier oben ist nicht mal irgendwas. Doch, da müssten Fallschirme sein. Ja, Fallschirme. Wie soll ich mir Fallschirmen? Ja, dann ja, die Waffen sind rechts und links auf den kleinen Plattformen. Das ist das. Also schon mal gleich fetten Daumen runter, Alter. Total sinnlose Map. Also du fliegst gerade auf den... Nee, die Waffen sind auch in der Mitte. Auf den viereckigen. Nein. Hm? Nee, da sind nur Fallschirme oben drauf, glaube ich. Ja, 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 das sind nur Fallschirme. Ja, ist doch okay. Was ist denn das für ein Rotz? Da muss ich erstmal hin. Okay, ich bin raus. Das war's. Wieso? Wo bist du? Ich bin weg, bin runter von der Map. Ja, ich bin das geschafft. Ich wollte recht auf die kleine Plattform und bin einfach komplett den Winkel falsch berechnet und bin quasi über die Absperrung rüber. Ich auch. Ja, totaler Schwachsinn die Map, Alter. Mhm. Totaler Müll. Sollst du sagen, ich bin falsch hier? Ist auch die Frage, ne? Da wieder runter und neu ansetzen. Ich weiß für was. Jetzt weiß ich's. Alles klar. Hä? Ich hab's eben schon erklärt. Ja, ich weiß wo. Scheiße, ich bin zu flach. Enrico, du siehst, wo die Waffen sind, ne? Ja, ja, auf den kleinen Plattformen, neben den Würfeln. No. Trotzdem ist das Schwachsinn. Und mit den Fallschirmen musst du dorthin kommen. Ah, okay, das ergibt Sinn. Okay. So, und damit machst du schon mal, ist es kein Schwachsinn mehr, weil du musst mit dem Fallschirm dort hoch. Ja, also du musst erstmal auf den Würfel mit dem Fallschirm auf die kleine Plattform, okay. Richtig. Und wie Markus noch da unten rumfährt. Nein! Baby, bist gestorben? Yep. Ihr habt das geschafft. Ich bin gegen den Würfel geflattert. Markus, wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt auch raus. Oh, du hast denn geschafft? Jetzt gehe ich raus, katapultiert. Wie du immer noch fliegst! Und der fliegt! Versuch doch in den Swimmingpool zu landen, vielleicht lebst du dann noch! Den hab ich nicht gesehen. Sven hat gewonnen, ohne was zu machen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss eigentlich nur rumfahren und fahren, bis ihr alle gestorben seid. Genau. Markus, du hast Goni als tot angezeigt. Weil ich auch praktisch das LTS verlassen habe. Ich bin ja nicht gestorben. Ich habe das Gebiet verlassen. Habe ich auch, aber ich bin trotzdem als tot angezeigt.
Okay, das macht Sinn. Das macht Spaß. Erstens ja, zweitens nein. Ja. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber die anderen haben es ganz genauso gemacht. Und die Vicky, die hat mir das erklärt, dass ich das so machen muss und so, aber ja, aber nein. Irgendwie sowas. So. Ich bin doof. Gut, okay, dass du es merkst. Einzig ist der Weg zur Besserung. Schnauze, wie der hieß. Und ich, nein! Ich immer. Wer hat das Flugzeug da runtergeholt, ey? Kommt von alleine. Hau ab! Bitte nicht überfahren, bitte nicht überfahren. Steig ein, Mensch, du blödes Ziegel! Du bist bei einer blöde Kuh. Du kannst mit der Karre auf dich schießen? Ja. Ja. Das ist unfair. Machst du es jetzt aus? Jetzt hat das die Gegend geschmissen. Ja. Von hinten habe ich ihn angeschubst. Nein, so knapp und doch. Ach, Menno. Menno in dem Po. Ob ich es ja aus der Map rausgeschafft habe, das verstehe ich immer noch nie. Nein, ich war schon oben, dann kippt er über die Kante. Weil ich versucht habe, mit dem Auto auf die kleine Plattform zu springen, ohne die Fallschirme. Nein, ich war oben! Die Karre ist so das Letzte, ey. Die Map ist so das Letzte. Bin ich froh, dass ich sie nie ausgewählt habe. Nicht mal, Markus? Mhm. Nein, ich war oben. Genau. Oh. Okay, jetzt weiß ich es wie. Nach 2 Minuten, man sollte überhaupt mal in der Schachtel hochzukommen. Was war das denn? Ich bin auf der Plattform und ich mach euch jetzt fertig, es reicht! Mach das hinwegkommt! Nein, Kev. Hm? Hä? Willst du da jetzt hinkommen? Na, runterspringen, Fallschirm öffnen und auf der Plattform landen? Na super. Ach, toll. Aber Kev kann doch nicht fliegen. Nur lande genau dort, wo Baby ist, wo sie die Waffen hat. Alter, anstatt du noch andere Dings nimmst, weißt du? Der war echt. Kev! Dann nehmen wir eine Plattform, wo die ist. Ich wäre da niemals rübergekommen, soweit. Das war die nächste. Du hast gleich weit. Nein, ich stand ja komplett rechts. Ja, es gibt auch 4 Stück. Auf der anderen Seite wäre auch noch eine gewesen. Nein, ich wäre aber nicht rübergekommen. Ich hätte aber die Würfel jetzt klettern müssen. Und das wäre ich nicht, hätte ich nicht geschafft. Egal. Es gibt auf beiden Seiten. Ja, mein Gott, ja, alles gut jetzt. Alles gut, ich bin doof. Alles gut, weiter. Oh, Alter, man versucht dir was zu erklären und du bist immer gleich am Nein, Aufstücken. Aber man greift direkt wieder an. Oh, bist du doof? Du musst ja da nicht, wo Baby ist und sowas die ganze Zeit. Bitte lass mich einfach gerade mit dem Thema in Ruhe. Weiter. Kev, es hat keiner gesagt, dass du doof bist. Wir haben nur versucht. Nee, es kommt aber gerade so rüber, weil alle direkt drauf sind. Oh, du musst ja so, du darfst nicht wie Baby darüber und alles drum und dran. Nee, das ging nicht. Es wäre nicht gegangen von ganz rechts aus. Ich wäre nicht darüber gekommen. Kev, da sind aber 2 Plattformen. Auf der anderen Seite ist auch noch eine. Es sind 4 Stück. Guck doch mal hin da.
Ja, ist jetzt gut. Okay, dann habe ich mich jetzt einfach dämlich angestellt. Machen wir weiter, bitte. Weiter. Kurz, scheiße. Nee, ich bin genau dazwischen gelandet. Sonst hätte ich das schaffe ich aber auch immer regelmäßig. Zu kurz. Sonst wär's auf die hintere. Sonst wär's auf die hintere Plattform gewesen. Mit dem Auto. Darf ich euch einen Tipp geben? Nutzt den Booster erst, wenn ihr bei der Mitte vom Ding seid. Dann schafft ihr es genau dazwischen hier drauf. Seid ihr so doof wie ich, der genau dazwischen fliegt. Ich schaff das aber auch regelmäßig. Genau da inzwischen. Ich krieg's auch so. Wieder da drauf. Stück Baby ist schon wieder oben, hä? Nö. Wahrscheinlich. Weil du so ruhig bist. Klar bist du schon wieder oben. Nein. Nein, Markus ist oben gewesen. Ich habe nur Auto dort oben gesehen, blaues. Das ist Marco. Ach Mann, ich komme immer darauf auf, dass ich wieder runterfalle. Lasst mich! Und raus mit dir. Was war denn jetzt los? Markus hat Baby ausgeschaltet. Damit war das Thema durch. Und Nico war schon tot. Oh, das heißt, Markus hat gewonnen. Ja. Ich finde auch das Kostüm von Markus übelst geil, ne? Da fehlen eigentlich nur noch die Flügel. Nur, ich bin natürlich als letzter gelistet worden, ist doch. Du hast trotzdem, wir haben trotzdem alle gleich viele Punkte bekommen, zumindest die Gewinner, was der Markus weiter gewonnen hat. Ja, das ist ja das Problem, Markus hat gewonnen. Böser, böser Markus. So, eine Runde schaffen wir noch, wir sehen, was jetzt kommt. Was war das, Warners? Ja, das kriegen wir noch. Nein, was war das, Warners? Das kriegen wir noch, steige ich vorher aus. Also, wenn wir die Folge nicht schaffen, dann werde ich die nicht hochladen, natürlich, klar, aber wenn wir es schaffen, schmeiß es damit hoch. Hast du die Map vorher ausprobiert, Markus, oder? Nee. Weil die Plattform ist schon mal scheiße. Sieht ja oben schon wieder LKWs runterfallen, nee. Ich sehe die nicht mal, wo sind die denn? Da! Ganz von rechts unten. Oh, Alter. Alter, sind die schnell. Schön, das war Rico. Das war aber muss am Rücken gewesen sein. Ja, das war jetzt auch richtig dumm, Alter, weil man nicht mal sehen konnte, wo man hinlaufen muss. Du bist ja da, du hast den Rücken oder so noch offen zu mir ja, stehen. Ja, ich weiß, wie ich da stand. Regi hat auch noch reingekriegt. Lass mich! So, die Frage ist, wo kommt's jetzt raus? Oben rum, unten, da. Ja, scheiße. Jawohl! Ich hab weggeflogen! Ich würde es schon mal sagen. Das war ein richtiger Glückstreffer. In dem Moment, wo sie rennt. Hab ich dich am Rücken getroffen oder am Kopf, Enrico? Ich wusste gar nicht. Keine Ahnung. Sah so zumindest auch da auf Rücken aus. Körpertreffer. Ich hab Hawking getroffen, weil ich keinen gesehen habe.
Ja. Wie gesagt, bei Rico kam es so raus, dass er Gamertag war und der aus dieser kleinen Lücke, wo der Waggon gerecht liegt, war. Nee. Naja, das wird uns jetzt auch noch bevorstehen. Also Baby hab ich vor kurzem erwischt, ja. Hab ich auch einmal erwischt, ja. Einfach ziemlich böse auf jeden Fall. Ich dachte erstmal muss rennen und das Zeug wieder runterschießen, dass die hier nicht weiterkommen, aber so. So, dann machen wir mal. Versuchen wir es zumindest. Wie ist denn hier so? Schubst doch nicht, wir kommen doch alle hoch. Oh! Alter! Nein, nein, ich brenne, ich brenne, ich brenne, nein! Aua, aua, aua! Ich. Wie kommt. Was ist mit dem Heli dort? Oh, sollte nicht dastehen. Alter. Oh, das nervt so. Ich brenne. Aua, aua. Wir stehen aua, jetzt ein bisschen aua, weit. Aua. Aua. Und die Limo kommt mir entgegengeflogen. Ich brenne schon wieder. Aua, aua. Mach du eine Strauße. Brennt alles, Morgus. Bis der hinter Feuer und Flamme ist. Alter. Kommt mir schon wieder das Feuer hier entgegen, Mann! Na, heiß, 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 Menschen! Heiß, 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 ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Kennt ihr noch von euch Party Animals? Nee. Du bist Feuer und Flamme für diesen Modus hier. Was ist der Sinn des Ganzen hier? Wir rennen ja ewig. Ich will hier oben ankommen, ja. Ich will die gerade. Sind wir ja schon. Wo sollen denn hier die Panzer sein? Das Ende. Ah, okay, nein, hier geht's weiter. Das ist nicht das Ende. Okay. Okay, hier drin geht's weiter, okay. Wo gibt's hier Panzer? Oh! Alter, bei mir schießt ja, du die ganze cool. Zeit. Jetzt haben sie einen Panzer. Markus, Markus! Oder Raketenwerfer. Ich bin im Panzer! Gewonnen! Hey, die Autos hättest du gerade runterschießen müssen, das Ende musst du dir aussparen. Die Autos fallen automatisch runter. Es ist halt buggy, es ist halt zusammengemoddet. Nein, ja. Die fallen automatisch runter, wenn du da in die Nähe kommst. Weil wir haben zum Beispiel nicht auf die Autos geschossen. Mhm. Doch, ich habe auf eins geschossen. Ja, auf eins, aber nicht auf alle. Na siehst du, so kommt's raus, wir haben nur auf die Autos geschossen, Baby, so ich hab auf eins geschossen. Ja, woher soll ich denn wissen, dass die tut, Alter? Ich hab auf eins geschossen! Ich wollte Kevin erschlagen mit dem Smart. Hat nicht so ganz geklappt. Mir kamen die ganze Zeit die Autos mal entgegengeflogen, Alter. Also, klettert da hoch, kommt mir ein Panto erstmal fast in die Fresse geflogen. Panto, Alter, Panto! Das Auto ist so klein, jetzt über den Mund aufmachen müssen, dann hätte es gepasst. Ich hab Spritzengewehr zwischen den Beinen. Kevin, ich hab mal was Langes zwischen den Beinen. Ja, außer das war's. Holy shit, Alter. Ah, ich brenne! Enrico auch, der läuft da vorbei und brennt. Jawohl! Ich hab Baby erwischt. Ach nee, er brennt jetzt auch. Ich hab auch den. Er wollte am Rand langlaufen. Enrico. So hab ich das vorhin gemacht. Baby, du bist tot!
Da komm schon, Enrico. Put, 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 Enrico. Put, 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 put. Oh, schade. Da nimmt er aber jetzt die Beine in die Hand, ne? Brauch er nicht. Kev, wie hast du das geschafft? Die Haarspitze hat rausgeguckt, wo Enrico gerade gestanden hatte. Digga, mein Controller ist leer. Scheiße. Was? Da hat deine Haarspitze rausgeguckt und deswegen habe ich dir auf hab ich den Headshot verpasst. Was hat wohl geguckt? Deine Haarspitze. Meine Haarspitze, genau. Also irgendwas von oben hat bei dir rausgeguckt und deswegen konnte ich dir auf den Kopf setzen. Ich weiß nicht, deine Maske oder was das ist. Ich hab gar keine Maske auf. Du musst das verstehen, Enrico. Irgendwas hat bei dir oben spitz rausgeguckt. Das ist natürlich für Kev eine Einladung. Ja, deswegen habe ich nicht. Kannst ja bei mir ein Video gucken. Nee. Guck deine Videos nicht. Kev hat 16 Punkte gekriegt, meine Damen und Herren. Das ist was Neues. Ausnahmsweise, ja. Nee, war doch eine ganz lustige Runde. Ja.